Was geht ab? Erstmal ein bisschen Obst. Wir sind Obst schnabulieren. Schlecht. Ich würde sagen, sie hat so die ein oder andere Jackfruit am Start. Ist das Jackfruit oder was? Das ist Durian. Ah, das ist Durian. Ich verwechsel das immer. Und das ist Jackfruit. Durian ist die stachelig ist. Vielleicht müssen wir mal ein paar Bananas nehmen. Banana. Maybe. Mango, ich würde sagen Mango. Joni Press, 7 years YouTube. 7 years YouTube? Ja. Yeah. Oh. Oh, war gut. Guck dir diese saftige Mango an, Alter. Richtig orange. Richtig orange. Soll ich zuerst mal hin? Ja. Gönn dir. Ja? Was geht ab, ihr Lieben, und damit herzlich willkommen im heutigen Video von einem unserer Lieblingsobststände auf ganz Bali. Wir wissen nicht warum. Wir mögen nämlich eigentlich keine Durians. Sie ist spezialisiert auf Durians. Aber irgendwie ist sie witzig. Hier gibt es auf jeden Fall geiles Obst. Sie hat einen eigenen YouTube-Channel, eigenes Instagram. Bei ihr läuft es auf jeden Fall. Und wir sind extra einen Umweg gefahren, denn wir sind heute auf dem Weg zu einer der grünsten Ecken auf Bali. Und zu einer der unserer Meinung nach coolsten Unterkünfte auf ganz Bali. Also wir freuen uns schon mega drauf, seid gespannt. Ich sag nur riesen Bambushaus. Und ja, wir haben richtig Bock drauf, haben noch ein bisschen zu fahren. Aber bevor es losgeht, muss ich euch noch was zeigen. Und zwar hat uns Insta360 die neue Go2 zugesendet und zieht euch das Ding mal rein. Das sieht so geil, oder? Das ist so ein kleines Teil. Und das ist noch nicht mal die Kamera, sondern das ist Kamera und Case. Wenn ich die Kamera hier rausnehme, habe ich halt dieses kleine Ding hier in der Hand. Ungefähr so groß wie mein Zeigefinger. Und das ist die neue Action-Cam quasi von Insta360. Und ja, wir werden heute mit der auf jeden Fall ein bisschen filmen und zeigen euch mal so ein bisschen, was sie kann. Das ist auf jeden Fall mega das coole Spielzeug. Und ich glaube, so zum Reisen, auf jeden Fall eine nice Kamera. Zack. Let's go. Bagus, Rahayu. Rahayu. Rajang. Rahayu, Rajang. Bali. Bali. Indonesia. Indonesia. Dunia. 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 Ah, Dunia. Okay. Oh, Dunia is world. Yeah. Dunia means good, world. Good, good, good. Okay. Dari hati, dari hati. Okay. Dharma. She's careful. Ja, yeah, Dharma. Ah. Okay, Leute, wir fahren jetzt los nach Siedemann. Und ein mega cooles Feature, was ich euch direkt zeigen muss, ist, dass es alles magnetisch funktioniert mit der Kamera. Das heißt, wenn ich jetzt einen Selfie-Stick benutzen will für die Fahrt, flippe ich sie rein. Wenn ich aber POV-Shot haben will, mal stehen hier, dann drücke ich hier drauf und dann nimmt es auch schon auf. Jetzt kann es losgehen, würde ich sagen. Will I leave behind broken and crumbled signs, hiding all my roads to you? Und Leute, haben wir euch zu viel versprochen? So grün! Und der Vulkan sieht auch viel mächtiger aus in echt, als wahrscheinlich auf dem Video rüberkommt. Der sieht so riesig aus, oder? Als wir gefahren sind, wir waren so, was ist das für ein Berg? Und dann ist, ja, sieht richtig krass aus. Hatte ich gar nicht so in Erinnerung. Also wir wissen, dass es der Gung ist, aber ich war so, wow. So krass habe ich sie nicht in Erinnerung. Berg hier, deswegen ist es relativ simpel. Aber ja, ja, es ist richtig geil. Und hier, tatsächlich, auch wenn es nach Reisfeldern aussieht, ist es gar kein Reis. Es ist auf jeden Fall irgendwas anderes. Es sind vielleicht verschiedene Dinge. Ich weiß auch gar nicht, was es genau ist. Das hier können zum Beispiel Tomaten oder Chilis oder sowas sein. Und ja, sieht so geil aus. Und wie gesagt, hier ist es immer so grün. Deswegen lieben wir diese Ecke. Ja. Wir fahren jetzt noch 10 Minuten weiter in die Richtung. Quasi wieder mehr in den Dschungel rein. Und ja, lasst euch überraschen, was euch da erwartet. Der Ass tut weh. Der Ass tut weh. Hallo Leute, wir sind da. Oh mein Gott. Und wir sind gerade schon mal reingegangen, weil wir unser Zeug abstellen mussten. Und wir sind richtig beeindruckt. Es ist so krass cool. Deswegen dachten wir, wir zeigen euch mal den ganzen Weg. Schon allein der Weg in die Unterkunft. Oh Gott, kommt mal mit. Richtig geil. Unser eigener Weg. Es geht nur zu unserer Unterkunft hier lang. Los. Und jetzt herzlich willkommen. Das Haus ist, glaube ich, Kunkun heißt Kunkun, es. Kunkun, ja. Es gibt, glaube ich, 4 oder 5. Die sind alle unterschiedlich. Müssen wir auf deren Webseite vorbeischauen. Die sind alle unterschiedlich und das ist ganz neu. Und wir sind positiv überrascht. Bitte ziehen Sie Ihre Schuhe hier aus. Alles klar.
Also wenn das nicht mal Glamping ist, dann weiß ich auch nicht. Richtig nice, so richtig gemütlich, wie Dominik gerade schon gesagt hat, so mega im Dschungel. Und man hat alle Annehmlichkeiten, die man so braucht, gell? Ja. Sogar noch mehr. Hier so eine kleine Küche auch, ne? Ja. Aber halt diese Bambu-Optik ist halt mega nice. Und solche sowas gibt's. Also in Bali ist es einfach verrückt. Die Leute haben es übelst drauf mit so crazy Unterkünften. Ich könnte ja halt einziehen, ne? Aber wer nicht. Machst du ja heute quasi. Kurz. Für immer mal nicht. Zeig mir das Bad. Oh Gott, haltet euch fest. Ist natürlich draußen. Ja, wenn ihr denkt, es kann nicht besser werden, guckt es euch an. Outdoor Shower, of course. Oh, die Sonne. Richtig geil. Hier ist die Dusche. Und Toilette haben wir natürlich auch. Und meine Mutter zum Beispiel würde jetzt, ich weiß, was ihr jetzt im Kopf rumschwirrt, würde immer sagen, sind da nicht ganz viele Tiere und so, und muss man da nicht Angst haben. Und ich muss sagen, eigentlich geht's voll klar. Klar sind wir Ameisen oder so, aber ne, es ist jetzt nicht so, dass wir Schlangen begegnen oder so. Und man hat ja auch Moskitonetz, also das ist echt easy. Was soll ich sagen? Das ist schon, also ich wüsste nicht, was ich besser machen würde. Wenn ich Architekt wäre, ich würde es klar so machen. Architektin, bitte. Architektin. Entschuldigung. Ich würde es genau so machen. Also ich würde sagen, wir machen es jetzt erstmal gemütlich und dann springen wir, würde ich sagen, in den Fluss oder in den Whirlpool. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Sieht schon mega cool aus, oder? Jetzt mit dem Licht an. Richtig, richtig cool. Und wir sind schon happy hier zu sein und wir sind auch schon zum dritten Mal hier. Haben es euch nie gezeigt, weil wir irgendwie immer es komisch finden, wenn man so in so schicke Unterkünfte geht und dann so, oh, voll cool hier, wir sind voll die fancy Leute. Sind wir ja eigentlich gar nicht, sondern ihr wisst, bei uns geht es eher ums Backpacken, authentische Erfahrung. Aber wir finden das hier so speziell, weil man erstmal in Sidemann schon mal ist, was eine Region ist, wo wenig Touristen eigentlich hinkommen. Und es einfach super schön hier ist. Also da haben wir auch schon mal Videos drüber gemacht, weil wir es hier einfach schön finden. Und diese Unterkunft ist wirklich so speziell, weil man hier so mitten in der Natur ist. Es ist einfach, ne, aber trotzdem irgendwie luxuriös. Ja, ich finde nicht, dass es einfach ist. Ja, also es ist halt Bambus. Ja, okay, es ist nicht einfach. Aber ja, wir dachten, wir müssen es euch diesmal zeigen, weil es schon echt cool ist, weil es echt eine Empfehlung von uns ist. Und deswegen haben wir euch diesmal mitgenommen. Und wir warten jetzt auf unser Futter und da machen wir noch einen Kamin an, würde ich sagen. Kamin, das Lagerfeuer. Ah ja, ich denke. We don't need no more, even in the hard time, you and I can weather any storm. Hätten wir das gewusst, hätten wir Stockbrot und Nutella mitgebracht. Verdammte Scheiße! Eier Marshmallows! Also, wie selten hat man einen Kamin? Heute haben wir einen. Aber es ist kein Kamin! Es ist Lagerfeuer. Oh, es ist übertrieben heiß. Ah. So, auf 1,20 Meter Abstand ist angenehm. Wie ist angenehm?
Ja. Okay, da hat ihr merkt, wir sind voll im Chiller-Mode angekommen. Und ich dachte, ich sag noch mal ein paar Sachen zur Kamera. Was sie auf jeden Fall besonders macht natürlich, ist, dass sie so klein ist. Und es ist mega praktisch mit diesen ganzen Accessoires, wie zum Beispiel diesem Magnet. Also so hatte ich es unter meinem T-Shirt. Diese Kette legt man quasi drunter und das Shirt. Und dann kann man das vorne raufklippen. Da hat man diesen View. Dann ist das zum Beispiel noch dabei. Das kann man überall dran kleben an irgendwelche Scheiben, Wände, an die Palme habe ich es rangeklebt. Dann haben wir noch die Case, wo hier so ein Tripod dran ist. Und so kann man irgendwie mega schnell diese Kamera an verschiedene Orte bringen, ohne die ganze Zeit irgendwas zu schrauben zu müssen. Und ja, man klappt auf, nimmt die Kamera raus, drückt auf Aufnehmen und es nimmt auf. Also ist schon echt praktisch. Und was diese Insta-Kameras richtig gut können, also wir haben noch eine andere von denen, die One R, die haben wir uns auch selbst zugelegt, ja, also wir sind wirklich Fans, ist die Stabilisierung. Ihr habt es ja gesehen, also ich habe keinen Gimbal oder irgendwas in der Hand. Einfach so die Kamera, egal ob hier oder wo man immer sie auch platziert, es ist so krass stabil und das passiert halt alles im Rechner oder beziehungsweise schon in der Kamera und es sieht halt aus, als hätte man einen Gimbal dabei, obwohl man einfach nur diese Kamera dabei hat und das finde ich schon mega beeindruckend. Schon geil. Übrigens ein großer Vorteil für mich, hier ist Speicher drauf, 32 GB, man hat keine Speicherkarte, das heißt, was mir gerne passiert, Speicherkarten vergessen oder verlieren. Kann hier nicht passieren. Andere wird es vielleicht nerven, dass man dann beschränkt ist auf die 32 GB. Aber mir reicht das komplett. Also ich habe auch sonst in den Kameras eigentlich nur 32 GB Karten. Und hier kann ich die zumindest nicht verlieren. Das ist auf jeden Fall ganz nice. Und die Bearbeitung ist eigentlich auch relativ simpel. Natürlich könnt ihr das Ganze mal am Computer machen. So werde ich es wahrscheinlich auch machen für die YouTube-Videos. Aber man kann zum Beispiel die Videos auch auf dem Handy bearbeiten. Da gibt es natürlich eine App, womit ihr dann die Kamera connecten könnt. Also erstmal einfach cool. Natürlich, falls ihr euch sehen wollt. Also hier ist kein Monitor dran. Dann aber einfach mit der App verbinden, das geht doch echt schnell. Also ich drücke hier einmal drauf. Also ihr seht, ich kann Alice stalken. Was er schon die ganze Zeit macht. Was ich schon die ganze Zeit mache mit dem Teil. Die ist so klein, man fällt gar nicht auf, dass er gefilmt wird. Das ist undercover. Und was man übrigens auch, was ich auch cool finde, ist, man kann hier die Ratio direkt auf 9:16 stellen, also für Instagram. Also wenn ihr wisst, ich will jetzt ein Video für Instagram filmen, dann könnt ihr es direkt hochkant aufnehmen. Und dann halt auch easy zum Beispiel, wenn ihr das machen wollt, wenn ihr zum Beispiel ein schnelles Reel oder so machen wollt, dann könnt ihr einfach mit der Kamera das halt aufnehmen. Und dann hier in der App direkt bearbeiten. Es gibt zum Beispiel Stories und wenn ich dann hier auf Create New gehe, dann kann ich hier natürlich Aufnahmen von der Kamera auswählen, die ich vorher aufgenommen habe. Dann nehme ich jetzt zum Beispiel vom Frühstück heute Morgen und dann wähle ich die vier Clips aus, kann hier Flash Cut machen, das heißt, der macht für mich quasi den Cut oder ich mache es halt manuell, aber ich mache jetzt einfach mal auf Flash. Und dann, genau, dann habt ihr jetzt quasi schon fertig geschnittenes Video hier theoretisch drin mit Übergängen. Ich kann jetzt hier noch einen Song dazu hinzufügen. Und dann könnt ihr auf Exportieren gehen und dann ist es eigentlich schon fertig. Natürlich kann man jetzt auch noch alles anpassen, also ich könnte Übergänge noch anpassen, die Länge der Clips auswählen, lauter, leiser machen. Ich kann sogar wieder auf anderes Format nehmen, also je nachdem, ob ihr vielleicht für Story zum Beispiel posten wollt oder als Post für Instagram. Und ja, dann einfach exportieren, dann habt ihr das Video raus. Also ist auf jeden Fall eine coole Kamera, um schnell Aufnahmen zu machen, verschiedene Winkel zu haben, vielleicht Winkel zu haben, die man sonst nicht hat. Und ja, wir sind echt, also ich bin positiv überrascht von dieser Kamera. Wir hatten die gar nicht auf dem Schirm. Und jetzt haben wir sie halt dabei und ich finde es mega cool, dadurch, dass sie halt so klein ist, man sie überall easy anbringen kann. Das Bild ist super stabil und ja, es macht echt Spaß damit zu filmen und es ist cool, nochmal so eine kleine Extra-Kamera dabei zu haben. Also wenn ihr noch auf der Suche nach einer Action-Cam seid, ich packe euch die natürlich unten in die Beschreibung und schaut euch die gerne mal an. Auf jeden Fall ein guter Reisebuddy. Was? Einfach, weil es so klein ist. Ja, man ist richtig undercover. Ja, ansonsten soll es mit dem Video auch schon gewesen sein. Wir wollten euch das Highlight mal zeigen, wir wollten euch Seedeman noch mal zeigen. Da haben wir auch schon ein paar Videos, wie gesagt. Wenn ihr da noch mehr sehen wollt, schaut da gerne rein, um noch mal so einen richtigen Einblick von dieser Area zu haben. Richtig. Aber ja, es ist grün, es ist mega geil zum Entspannen. Und wir wollen euch empfehlen, hier mal 2-3 Tage herzukommen, abzuschalten und sich vielleicht mal ein paar Reisfelder anzugucken. Es gibt auch ein paar coole Restaurants hier, also so Local Barons und sowas. Und hier kann man auf jeden Fall mal hin, wenn man gar keinen Bock auf Touris hat und einfach in der Natur abhängen will. Ja, ich hoffe, definitiv. Das ist rübergekommen. Und ja, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Video. Und von wo kommt es? Das weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Ja, es bleibt spannend. Bleibt vielleicht dran. Sind wir da schon am Flughafen. Oh Gott. Ja, das wird noch ein Abenteuer. Okay. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt. Abonniert uns gerne. Und bis dahin. Bis dahin. Ciao, Alter. Tschüss.